Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siberia. Und wieder mit dabei der Co-Moderator. Tabamaru, Halli, hallo. Das hat so lange gedauert. Verdammt, das machen wir nochmal. Nein, Wie machen wir zu lange nicht. gedauert? Okay, nicht spontan hier. Egal, wir sind jetzt wieder hier in dieser Maschinenfabrik, Roboterfabrik, auch nicht. Automatenfabrik in Sibiria. Wir sollten uns umsehen. Ein bisschen. Gucken wir mal, was ist denn hier alles? Was ist denn hier mit dem Förderband? Förderband, Förderband, Förderband. Nichts, nichts. Gehen wir mal. Lauf. Renn. Was haben wir denn hier Schönes? Ui. Nichts. Sieht nice aus, ne? Dieses Förderband. Ne, ich kann nur in die Tür da rein. Ist da noch was anderes in dem Raum? Ne, da war nichts anderes. Ja, okay. So, ich habe den Raum gewechselt. Ist nichts zu sehen. Oh, was ist das denn? Ah, zurück. Das ist doch eine Uhr oder sowas. Das sieht fast so danach aus. Gehen wir mal darüber, dass wir da ein bisschen besseren Das ist Überblick eine Uhr, haben. das weiß ich noch. Da ist eine 1, da ist eine 0. Oh, und da ist doch so ein Kreuz links an diesem. Das sind bestimmt ein Schlüsselloch. Zum Aufziehen wieder. Genau. Ja, das ist wieder einer von diesen Valadilenen-Schlüsseln, genau. Probieren wir mal Ja, das aus. funktioniert wohl nicht. Funktioniert nicht. Gut, was passiert denn hier? Wow. Jetzt hast du was angerichtet. Oh mein Gott, jetzt ist alles kaputt. Nein, jetzt läuft das Ding. Cool. Okay. Ach, Und jetzt an den hier, Hebel. der Valadilener Schlüssel, das ist das Teil, das ist ja nur eine Kurbel, eine Übersetzung. Ja. Ja, aber jetzt, da könnte man wieder ausschalten, aber das würde ich ja gar nicht. Wir wollen die Maschine, die Fabrik ja in Gang setzen. Eben. Obwohl wir noch nicht wissen, warum. Ja, und jetzt? Mal gucken, ob da draußen irgendwie die Roboter funktionieren oder irgendwas. Ich weiß ja nicht. Mal gucken. Mal gucken. Ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat so genau, aber das So richtig Rädchen läuft laufen. zumindest. Ja. Genau. Ja, da hört sich schon richtig. Das hört sich richtig an, aber irgendwie auch noch nicht so ganz. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Wir müssen zurück. Das sieht wohl ganz danach aus, ja. Da geht es einmal dahinter und einmal geht es hier vor. Da dazwischen ist anscheinend nichts mehr. Nee, da kannst du auch nicht durchlaufen. Nee. Okay, dann gehen wir mal hier vor. Ah, ja. Wir gehen hier hoch. Wir gehen hier hoch. Such gerade noch den ganzen Boden ab, ob da nicht nur irgendwo was liegt, aber ich sehe gerade nichts. Ich auch nicht. So, da ist eine Tür. Gehen wir doch mal da rein. Ja, da scheint irgendwas zu laufen. Da geht's wieder raus. Ein Stuhl.
War das mal so eine Gaststätte oder sowas ähnliches? Nein, nein, das war das Büro. Büro. Ja, das war das Büro. Okay, weil das sah mir gerade nur so. Ach so, okay, jetzt, ja. Jetzt. Ja, bei dir kommt es immer ein bisschen verzögert an. Das sollten wir Genau. den Zuschauern noch sagen. Es dauert ein bisschen, bis das Tafamaru das sehen kann. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine kleine Uhr. Bücher. Aber die Uhr Warum? ist, glaube ich, am wichtigsten. Bei der Uhr kann ich aber nichts machen. Aber bei Aber den an dem Büchern. Buch. An dem Buch, genau. Oi. Ja. Schön ausspielen lassen. Eine Walze. Okay. Nicht schlecht. Sehen wir uns Das Teil das hier mal an. klemmt. Ach, das klemmt. Ja gut, ist auch kein Wunder. Wir haben ja auch die Walze irgendwie in die Hand bekommen. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, das scheint alles gewesen zu sein. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ja, setzen wir noch mal die Walze hier ein. Ich schätze, wir brauchen die Walze noch für etwas anderes. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall noch, das weiß ich. Zack, automatisch wieder in die Tasche genommen. Okidoki. Ja. Dann haben wir noch irgendwas. Das Teil hier klemmt. Ich würde vielleicht die Walze einsetzen und dann versuchen, das oben abzunehmen oder so. Das könnte sein. Aber es Kannst geht ja mal nicht. Nein, ausprobieren, aber ich glaube, das geht. kann ich nicht. Ja. Ich habe keinen Mauszeiger. Ah, doof, okay. Okay, jetzt haben wir es zum dritten Mal gehört. Jetzt sollte es aber reichen. Zumindest haben wir es mal ausprobiert. Ja, natürlich. Ich meine, ohne probieren geht's ja leider auch nicht. Das Spiel ist schon zu lange her. Okay, dann muss das erstmal reichen. Dann sehen wir uns weiter um. Und zwar Auf dem Schreibtisch. auf den Schreibtisch ist eine gute Idee, aber ich bin noch am gucken, ob da hinten an der Wand noch irgendwas ist. Nein, da ist nichts. Fenster ist auch nichts, da ist auch nichts. Schade, Ja, gerade das ne. Bild hat mir so verdächtig ausgesehen. Es könnte sein, dass das noch kommt. Na, doch nicht. Gut, erkunden wir erstmal hier auf dem Tisch. Was ist das? Ah ja, Kanzlei Perrotin Blanchard, Gerichtsvollzieher Rue de Cantarin bis an Korn oder so ähnlich. Frau Anna Vorarlberg, Rue Grand Valladolid. Besser kommt den 20. Juli 2001, also knapp ein Jahr bevor dieses Angebot kam von Kates Anwaltskanzlei. Betreff ausstehende Rechnung. Sehr geehrte Frau Vorarlberg, wir haben Sie bereits mehrmals schriftlich auf die Existenz von Bußgeldern mit Zeugniszuschlag im Zusammenhang mit den ausstehenden Rechnungen der Firma Taube und Co. aufmerksam gemacht. Die Summe der Bußgelder, die Sie zum heutigen Tag schuldig geblieben sind, beläuft sich auf 47.782,46 Franc. Ich möchte Sie bitten, diesen Betrag umgehend zu entrichten, da ich mich sonst gezwungen sehe, zur Eintreibung des Betrags ein Rechtsverfahren anzustrengen. Blanchard, Gerichtsvollzieher. Ich weiß, wie schwer es ist, eine solche Entscheidung zu treffen, aber Sie können stolz auf sich sein, meine liebe Anna. Stolz auf alles, was Sie in den langen Jahren vollbracht haben. Sie können sich erhobenen Hauptes zurückziehen. Ich bedauere sehr, Ihnen diese unangenehme Nachricht mitteilen zu müssen. Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch weiterhin jederzeit gerne zur Verfügung. Ihr Gustav Passeri. Wer das ist, keine Ahnung, aber wir schauen mal in die nächsten.
Aha, ja, noch weitere Rechnungen. Trotz wiederholter Mahnung mussten wir feststellen, 80.000 Franc. Eieieiei, noch mehr Rechnungen. Ah, ja, vom 4. Januar den 2002, also kurz bevor das Angebot kam. Liebe Anna, zunächst einmal lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich es angesichts der langjährigen Zusammenarbeit, die unsere Bank mit ihrer Manufaktur verbindet, zutiefst bedauere, Ihnen Folgendes mitteilen zu müssen. Wie Sie selbst wissen, ist die Manufaktur Vorarlberg seit einiger Zeit ein Fass ohne Boden. Es ist mir heute nicht mehr möglich, Ihren Kontostand vor meinen Aktionären und Partnern länger zu vertreten. Wir alle müssen uns den Zwängen einer Zeit unterwerfen, in der es um wirtschaftliche Rentabilität geht. Aus diesem Grund flehe ich Sie an, das Angebot der amerikanischen Investoren anzunehmen. Die Übernahme Ihrer Manufaktur erscheint mir heute die einzige Möglichkeit, Ihre Konten aufzufüllen und Ihre Schulden auszugleichen. Außerdem wird das Unternehmen Vorarlberg auf diese Weise überleben und in das Zeitalter der Modernität und der Robotertechnik eintreten können. Dabei weiterhin einen Namen tragen, der seinerzeit für größte Qualität und Kompetenz stand. Ich schreibe Ihnen all dies als Bankier, aber auch als alter Freund, der nur Ihr Bestes will. Gut, das letzte haben wir eigentlich schon gelesen. Das brauchen wir nicht wiederholen. Ich meine, Nee, das ist ja. dass Kennen. wir, dass sie den die Firma Mein Gott, verkaufen nur musste. Rechnungen. Ich hätte nicht gedacht, dass es um die Fabrik so schlecht steht. Die letzten Jahre waren für Anna Vorarlberg sicher nicht leicht. Es war klar, dass sie die Fabrik verkaufen muss. Sie konnte es nicht mehr weitertragen. Und ihr Bruder kann es auch nicht. So, das waren die Rechnungen, das war dieser Notizblock, obwohl der Hebel, der Zeiger hier kam, gehörte das zu dem. Oder? Irgendwie nicht. Oder doch? Doch. Was ist das? Ah, ja, Valle d'Hélène, den 6. März 2002. Mein lieber Hans, ich weiß zwar, dass du dich definitiv von den Wörtern abgewendet hast, aber mir fehlt die Zeit, dir eine Klangwalze anzufertigen. Ich denke, jemand unter deinen Bekannten wird so freundlich sein, dir diese paar Zeilen vorzulesen. Ich habe deine letzten Pläne erhalten. Was für ein außerordentliches Projekt. Vielleicht ein Meisterstück. Die Zeit scheint dein Genie in keiner Weise beeinträchtigt zu haben. Ganz im Gegenteil. Ich bin stolz auf dich, mein kleiner Bruder. Ich kann es oft gar nicht glauben, dass schon über ein halbes Jahrhundert vergangen sein soll, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe. Es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen, dass du Valle d'Hélène so überstürzt verlassen hast. Wir haben sofort mit der Herstellung begonnen und uns dabei peinlich genau nach deinen Plänen gerichtet. Die Lokomotive ist schon seit einer Woche fertig, wenn du sie nur sehen könntest. Aber du wirst sie sehen, ich habe es dir versprochen. Sie ist wunderbar. Auch scheint sie die große Reise kaum noch abwarten zu können. Es fehlt nur noch der Pilot Oskar. Ich hoffe, dass auch er bald fertig sein wird. Aber wie du dir denken kannst, ist seine Herstellung komplex und braucht viel Zeit und Können. Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du außerdem, dass ich dir diese unglückliche kleine vorgeschichtliche Puppe mitbringe, mit der die traurige Geschichte anfing. Ich frage mich, ob sie noch immer in der Höhle ist. Und wenn ja, in welchem Zustand? Aber was sind schon 60 Jahre für ein Objekt, das mehrere tausend Jahre alt ist? Ich werde sie finden, ich verspreche es dir, Hans. Im Moment bin ich durch eine starke Grippe etwas geschwächt, aber in ein paar Tagen wird es mir wieder besser gehen. Der Verkauf der Manufaktur steht kurz bevor. Die Anwältin aus New York hat ihr Kommen angekündigt, um sie zu besichtigen, und dann werden wir den Vertrag gemeinsam unterzeichnen. Und dann werde ich. Ja, da ist sie dann wohl krank geworden und hat nicht mehr fertig schreiben können. Das ist natürlich traurig. Können wir denn das mitnehmen? Es sieht nicht so aus.
Dieses Summen im Hintergrund nervt auch ein bisschen. Was haben wir denn da für einen Plan? Ein Zug. Die Lokomotive. Die Lokomotive. Das ist der Bauplan zur Lokomotive. Aber der Bauplan von Oskar ist irgendwie nicht mit dabei. Die sieht aber sehr modern aus, muss ich sagen. Ja, aber du darfst nicht Die Lok. vergessen, die wird mit einem Schlüssel aufgezogen und hat hier ein, ja. Ja, so ein Aufzugsmotor drin. Es sieht modern aus und auch stromlinienförmig. Obwohl diese ganzen. Ja, ich weiß nicht. Es sieht einfach eigenwillig aus. Ja, schon. Okay, wir haben hier einen Pfeil. Vielleicht sagt sie Kate noch was dazu. Irgendwie nicht. Nein, sie sagt nichts dazu. Schade. Ja, diese ganzen Werte und so weiter könnte vielleicht Notizen sein, aber ich kann damit jetzt nicht so wirklich was anfangen damit. Na gut, der Zug soll ja auch schon fertig sein. Es geht hier mehr um Oskar. So, was haben wir hier? Schubladen. Da können wir nicht rein. Ist hier noch irgendwas Kleines versteckt? Sieht nicht so aus. Okay, dann müssen wir wohl Oskar finden. Meiner Meinung nach. Tja, der Lokomotivführer. Noch nicht. Ja, ist der Lokomotivführer. So. Konnte man ja aus dem Brief entnehmen. Von dem Konnte her. man aus dem Brief entnehmen. So, dann. Da geht's nicht lang. Dann gehen wir mal da hoch. Das ist der Führerstand der Fabrik. So, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hier hoch geht's anscheinend nicht. Ja, der Führerstand. Kann man da überhaupt was machen? Ah, doch, hier, ja. So, denn wir können hier einstellen, das sind die verschiedenen Förderbänder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind die verschiedenen Förderbänder hier. Und das sind die Schalter dazu, die nötigen. Aha. Das ist das Förderband Nummer 3. Das funktioniert wohl nicht. Ja, Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Oh, ja. Wir haben doch die Walze. Die Walze. Die müssen wir da jetzt einfügen. Nein, die passt da nicht rein. Nee. Da brauchen wir wohl ein Lochblatt oder so. Wir brauchen da irgendein Blatt, ja, weil das so Und da dünn war ist. doch gerade ein Schalter. Da war doch gerade. Also wir haben da was eingeschaltet. Das ist mal ganz klar. Was immer wir da gemacht haben, es geht wohl nicht mehr. Na gut, dann gehen wir mal runter und schauen wir nach, was wir da erstellt haben. Irgendwas muss das doch gewesen sein. Na, Kate, laufen? Laufen. So. Wo ist denn jetzt da was passiert? Ja, genau, geht auch da mal nach rechts. Gehen wir mal nach rechts. Es war die 3, also müsste es eigentlich hier vorne irgendwo sein.
Kann man da noch weiterlaufen? Nee, nicht wirklich. Irgendwas fehlt hier. Nein, nein. Nein. Dann schauen wir mal weiter in den anderen Gang. Vielleicht hat sich da was getan. Ja, was ist denn mit dir los, Kate? Ich wollte Das doch. ist wegen dem Pfosten da. Ja, irgendwie schon. Hat sich denn hier irgendwas getan? Nein. Schauen wir noch mal da rein. Ich denke, wir haben irgendwas Kolossales übersehen.